Sag mal, Jürgen, kann es sein, dass es bei dir wieder losgeht? Ich bin nervös, Mann. Hast du wieder Zuckung? Nein! Halt! Helf mir! Keine Sorge, Coach, ich hole eine Spritze! Es ist noch nicht vorbei. Es zuckt noch immer. Vielleicht solltest du dich einfach mal hinsetzen. Gute Idee. Jetzt geht's wieder. Na bravo. Die Spritze kommt ja gleich, Jürgen. Sag mal, willst du nicht mal zum Arzt wegen dieser Sache? Ja, das habe ich mir auch schon mal überlegt, aber es ist ja nicht so dramatisch. Ich mache echt Sorgen. Naja, gut, wie du meinst. Du brauchst echt Hilfe, Jürgen. Tausend Stühle müssen noch montiert werden. Bis auf das bisschen hinten, was wir jetzt haben. Und die müssen jetzt heute und morgen erstmal zusammengebaut werden und dann können wir per Nachtschicht richtig loslegen. Wenn man Fußballfan ist, dann möchte man ja auch, dass es fertig ist bis Mittwoch und dass wir das irgendwie spielen können. Ne? Da sind ziemlich viele Spiele, die hier gemacht werden müssen und wenn wir das schaffen, dann bin ich echt stolz, dass wir ein paar Mann hier das geschafft haben. Die Muskelmänner legen sich mächtig ins Zeug, um Berlin vor einer Riesenblamage zu bewahren. Für unsere Hertha gibt auch der Bausenat alles. Und das halbe europäische Ausland muss mit ran. Hilfslieferungen inklusive. Wir haben natürlich die Stühle überall von dort her geholt, wo wir sie kriegen konnten. Und da haben wir aus Tschechien welche bekommen, aus Polen, aus Frankreich und auch aus Westdeutschland. Tag und Nacht ackern sie hier in drei Schichten mit 100 bis 150 Mann. Unermüdlich, unerbittlich. Wie schafft es der Vorarbeiter, dass da keiner schlapp macht? Stimmung machen, dass es eben tut das für den Sport und für Hertha. Auf diese Jungs ist Verlass. Die sollten sich einen Schraubenzieher mitnehmen, ja, auf alle Fälle. So, dann können die nämlich beim Spiel noch die Schrauben hier festziehen, falls der Schuh noch ein bisschen wackelt. Klappt's oder klappt's nicht? Hier geht's nicht nur um ein Stadion, hier geht's um die Fußballzukunft Berlins. Wir schaffen das. Da kriegen wir hin. Wir schaffen's. Und sie schafften es rechtzeitig zur Champions League und zur neuen Saison, der Saison 2000. »23 Tore im Jahr zuvor. Damit war Michael Preetz der erfolgreichste Goalgetter 98-99 und der erste Berliner Torschützenkönig der Bundesliga-Geschichte. Beim Auftakt gegen Hansa Rostock ein neuer Sturmpartner an Preetz Seite der Iraner Ali Dai. Er kam für gut 5 Millionen Mark von Bayern München. Im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Famagusta trafen Preetz und Dai je einmal. Das ließ auch für die Bundesliga hoffen.« Doch das erste Tor war den Gästen vorbehalten. Nach 7 Minuten bereits der Rückstand gegen Rostock durch Heimkehrer René Schneider. Hertha mit einem weiteren Neuzugang. Konstantinidis spielte vor der Abwehr für den verletzten Libero Rektal, dann Sverison. Volley, ein erster Warnschuss vom Verteidiger mit Stürmerbund. Hertha gleich mit viel Druck. Hartmann, schneller als Vibron. In der Mitte lauerte wieder Sverison und das erste Bundesliga-Tor 99-2000 schon nach 14 Minuten Freude beim Isländer und Jubel beim Präsidium. Der Ausgleich jedoch ein Eigentor. Uwe Ehlers mit dem Oberschenkel ins eigene Netz. Nach gut einer halben Stunde Eckball durch einen anderen Neuen, Sebastian Deißl. Nach dem Abstieg von Borussia Mönchengladbach wurde der 19-Jährige von der halben Liga gejagt. Sogar Real Madrid lockte mit einer Millionenofferte, doch der Youngster entschied sich für Hertha BSC. Der Ball zunächst abgewehrt. Dann noch einmal Deißler, holte sich den Ball von Vibron, Tretschok, wieder Deißler und dann Ali Dai, der fliegende Iraner, sein erstes Bundesliga-Tor für Berlin. Noch einmal der geniale Pass von Tretschok, die Flanke von Deißler und Ali Dai im Rückwärtslaufen drückte er den Ball ins Tor. Laola im Olympiastadion, gute Laune der 65.000 beim Nordostderby. Und die sollte sich in der zweiten Halbzeit noch steigern. Darius Wosch lauerte auf den Fehler von Majak. Preetz im ersten und dann wieder Wosch im zweiten Versuch. 3:1 nach 51 Minuten.
Nur 10 Minuten später der nächste Abwehrfehler bei Hansa. Ehlers verliert den Ball und freie Bahn für René Tretschok. Und er macht's. Der Tunnel gegen Piekenhagen, das 4:1 für die Berliner. Rostock kam durch einen irregulären Treffer von Arvidsson zwar noch einmal heran, doch dann... Ja, ich meine, Sebastian war heute, denke ich, ein wesentlicher Leistungsträger im Spiel. Er hat das Tor von Mali Dai mit einer Flanke wunderbar vorbereitet und hat beim Freistoß gezeigt, was er für eine Schlagtechnik hat. Und wir werden sicherlich in Zukunft noch viel Freude an ihm haben. Vielen Dank, Michael. Und da ist der Sebastian. Sebastian, so einen Auftakt, glaube ich, kann man sich wünschen. Wie gehen Sie eigentlich um mit so viel Druck, mit so viel Erwartungen empfangen und dann so ein Einstand, macht Ihnen das alles gar nichts mehr aus? Mir ist natürlich wichtig, dass wir heute 5-2 gewonnen haben vor 65.000 und es hat riesen Spaß gemacht. Gut, heute ganz zufrieden war ich nicht mit meiner Leistung, ich war ein bisschen nervös, aber meine Seite war zu, von dem her bin ich eigentlich doch ganz zufrieden. Als erster Tabellenführer reiste Hertha zum Aufsteiger Bielefeld und wieder Deißler und Preetz im Mittelpunkt. Erste Chance für Michael Preetz und dann der unglückliche Zusammenprall mit Georg Koch. Herthas Stürmer blieb liegen und die Zeitlupe zeigt den Grund. Koch resolut im Herauskommen und dann traf er Preetz mit dem Fuß am aufgestützten Arm. Sicherlich keine Absicht, dennoch der Unterarm war gebrochen. Hertha, danach geschockt, lag lange mit 0:1 zurück. Doch dann gab es wieder Freistoß. Vielleicht kommt er ja jetzt nochmal. Der Basti, Fantasti, Deißler. 25 Meter und der Ding ist drin. 82. Minute, der Ausgleich. Und dann springt er auf die große Bühne. Ein unglaublich gutes Ding. Und da haben wir gerade nochmal gesehen, wie er den Ball zirkelt. Wie er ihn abzirkelt. Und nach dem Spiel verriet uns Sebastian Deißler das Geheimnis seiner Kunststöße. Wie machen Sie das denn, die Freistöße, dass sie so reingehen? Das weiß ich nicht. Ich laufe an, schieße und dann habe ich Glück, dass sie drin sind. Erst 19 Jahre alt, doch Deißler weiß, was er will. Statt Millionengage wählte er die sportliche Perspektive. Wir werden ihn behutsam aufbauen. Ich glaube, dass das wirklich bei ihm angekommen ist, dass das für ihn der richtige Verein ist. Ich wollte so weit wie möglich oben spielen und das in der Mannschaft, wo ich eigentlich noch gute Chancen habe, öfters zu spielen. Ein fast kompletter Spieler, taktisch und spielerisch hochgradig veranlagt, doch sein wohl größtes Plus, der Kopf. Was ihn vielleicht relativ schnell zum fertigen Fußballer werden lässt und nicht beim ewigen Talent bleiben lässt, ist, dass er einen gesunden Kopf hat. Er ist ein junger Spieler, der riesen Perspektiven hat, der natürlich noch einiges lernen muss. Aber wo du das Gefühl hast, wenn du mit ihm sprichst, dass er genau weiß, wo es lang geht. Nach dem Abstiegstrauma mit Gladbach jetzt die Herausforderung Champions League. Das gesteigerte Medieninteresse für Deißler kein Problem. Ich versuche das alles ein bisschen mir vom Leib zu halten, mich nur auf den Fußball zu konzentrieren. Denn das Wichtigste ist, was auf dem Platz passiert, was außerhalb geschrieben wird, das ist für mich eigentlich nicht so wichtig. Deißler-Euphorie bei Hertha und Eurofieber in Berlin. Gegen Famagusta schaffte Hertha den Sprung in die Champions League. Die Auslosung der Vorrundengegner ein Traum. Da hatte selbst Jürgen Röber Mühe, sich nicht vom Fieber anstecken zu lassen. Ich glaube, man muss da jetzt ein bisschen mit dem Boden auf den Füßen bleiben. Milan ist eine Riesentruppe, Galatasaray, Chelsea. Also wir werden versuchen natürlich in dem Bereich erstmal zu lernen auch. Wir werden, das habe ich vorher schon gesagt, versuchen, gerade hier zu Hause, dem einen oder anderen eben ein Bein zu stellen. Zurück auf dem Boden der Bundesliga empfing Hertha Pokalsieger Werder Bremen. Für den verletzten Preetz stürmte Ilja Aracic neben Andreas Thom. 10. Minute und da war Aracic. Mit dem Kopf zur Führung und klasse herausgespielt, dieser Treffer. Fast eine Kopie des 2:1 gegen Rostock. Tretschoks Pass hinaus zu Deißler. Eine super Flanke à la David Beckham. Und diesmal Aracic, der Vollstrecker. Nach einer guten halben Stunde der erste Rückschlag des Spiels. Deißler mit einer Oberschenkelzerrung musste das Feld verlassen. Doppelt bitter für ihn zu diesem Zeitpunkt, da er auch für die kommenden EM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft, für die er bereits eine Einladung hatte, absagen musste. Hertha nach dem Ausfall Deißlers mit weniger Überraschungsmomenten. Ein Highlight, noch dieser Slalomlauf vom Ur-Berliner Andreas Neuendorf. Zum 2:0 sollte es aber nicht mehr reichen. Stattdessen ging eine Viertelstunde vor Schluss der sicher geglaubte Sieg doch noch verloren. Die Flanke von Cicuzzu verwandelte Bogdanovic zum 1:1.
ein alter Bekannter der Bundesliga im neuen Outfit. Thomas Helmer wurde kurzfristig vom FC Sunderland ausgeliehen, damit Sverison ein weiterer Verteidiger für mehrere Wochen verletzungsbedingt pausieren musste. Doch beim Tabellenführer und Überraschungsteam aus Hamburg ging für Helmer und Co. nicht viel. Zur Halbzeit führte der HSV bereits mit 3:0. Da konnte sich Kiraj noch so strecken. Wieder mit von der Partie Michael Preetz. Eine Manschette stützte den gebrochenen Unterarm, doch auch er blieb am vierten Spieltag glücklos. Ein Strafstoß, eigentlich gut geschossen. Doch HSV-Keeper Butt sollte wie immer in dieser Saison Sieger im Elfmeter-Duell bleiben. In der 84. Minute dann aber doch noch ein Treffer. Paul Dardai, erstmals in der Anfangsformation mit diesem tollen Sololauf durch die halbe HSV-Abwehr, durch die Beine von Butt zum 4:1. Am Ende hieß es 5:1 für die Hamburger, die sich erfolgreich für die 0:4 und 1:6 Klatschen gegen Hertha aus dem Vorjahr revanchierten. Entspannte Stimmung auf dem Flug zum ersten Champions League-Spiel. Doch dann in Istanbul das böse Erwachen. Ich glaube, sie haben nicht mehr alle beisammen. Schaut so aus, uns fehlen zwei. Ja. Einen Flieger später betreten aber auch Toni Sané und Sebastian Deisler türkischen Boden. Aufklärung vom verlorenen Sohn. Erzähl doch mal kurz. Ja, wir waren am Flughafen und haben auf die Anzeigetafel geguckt. Da stand 9.20 Uhr. Und dann sind wir in ein anderes Restaurant, also nicht, wo die Mannschaft war, weil da die Kameras standen. Und dann sind wir um 8.45 Uhr zur Boarding Time, haben wir gedacht, sind wir da hingekommen und dem war nicht so. Ja. Manager Hoeneß erleichtert über das Eintreffen der Sitzengebliebenen. Die Idylle am Bosporus jedoch trügerisch. Schwere Erdbeben erschütterten die Türkei. An die Champions League denkt man da wohl zuletzt. Es gibt hier zig Schicksale, die einfach fürchterlich sind, was hier passiert ist. Dass dann eben die schönste Nebensache der Welt, der Fußball, dann irgendwo an die Seite gerückt wird, ist doch, glaube ich, ganz verständlich. Die Köpfe der Berliner auch beim Abschlusstraining nicht frei von den Auswirkungen der Katastrophe. Für jemanden, der das nicht kennt und dann hier in das Hotel reinkommt und dann auf einmal der Tisch anfängt zu wackeln, ist das schon ein Problem, glaube ich. Das Quartier, ein ehemaliger Sultanspalast, jedoch sicher und auch das Spiel nicht gefährdet. Für die Türken willkommene Ablenkung von den Alltagssorgen. In Istanbul, wie auch in Berlin, wo tausende Fans in der Waldbühne das Spiel gemeinsam verfolgten. Nach der 2:0-Führung durch Tore von Preetz und Wosch endete die Begegnung 2:2. Herthas erster Punkt beim ersten Auftritt in der Champions League war eingefahren, dennoch war man nicht zufrieden. Sagen wir mal, vorm Spiel wären wir zufrieden gewesen. Nach dem Spiel, muss man sagen, sind wir ein wenig enttäuscht. Die Stimmung war auch sehr bedrückt in der Kabine, da wir mehr hätten erreichen können. Ansonsten war die Mannschaft über 90 Minuten hellwach und hat einen fantastischen Fight geliefert. Weitere Wermutstropfen mit Thomas Helmer und vor allem Michael Hartmanns Fußbruch war die Verletztenliste der Berliner noch länger geworden. Die Sorgenfalten auf der Stirn von Jürgen Röber wurden immer tiefer. Beim folgenden Heimspiel gegen Meisterschaftsanwärter Bayer Leverkusen musste er wieder eine komplett neu formierte Elf auf den Platz schicken. Die Doppelbelastung durch die Champions League im Hinterkopf baute Röber zu Saisonbeginn noch auf die Tugend des Rotationsprinzips. Inzwischen war sie zur Not geworden. Doch die sogenannte Notelf zeigte gegen Leverkusen, dass sie mehr als das war und hielt dicht. Und wo die Abwehrspieler mal nicht rechtzeitig zur Stelle waren, gab es ja noch einen Gábor Kiraj, der das 0:0 sicherte. Ich wollte mich eigentlich absetzen auf den langen Pfosten. Da kam der Ball aber schon und es blieb mir nicht viel anderes übrig, als einfach in Richtung Tor zu köpfen. Ist es reiner Zufall? Na, ich habe natürlich genau gesehen, dass die Ecke frei ist. Kann man das aus der Entfernung sehen? Ja, wenn man den Kopf schnell dreht schon. Und beinahe wäre ihm nach dem Ausgleich von Garcia sogar noch ein weiterer Treffer gelungen. Eckball von Sebastian Deisler und wieder der Kopf von Helmer. Doch diesmal scheitert er an der Latte, dennoch mit dem 1:1 die Generalprobe für Mailand geglückt. Kann man sagen, wer in Unterhaching besteht, der kann auch locker nach Mailand reisen? Ja, da sind wir sowieso immer nur Außenseiter in diesen Spielen. Das ist wesentlich einfacher als heute hier. Keiner gab ihnen eine Chance, doch die Berliner nutzten sie. Mit dem 1:1 holte nach 44 Jahren erstmals wieder eine deutsche Mannschaft einen Punkt bei Milan. Wie beim 2:1 gegen Chelsea hieß Herthas Torschütze Ali Daei.
Der Iraner als Mr. Champions League. Nur einer hatte am Ende noch eine Frage. Ali, warum hast du keine zweite Uhr gemacht? Warum hast du keine zweite Uhr gemacht? Willkommen bei TV Rangarang. Der Macher Said Mera war einst persischer Schlagersänger, jetzt Teppichfachverkäufer und Fan von Ali Dai. Ali! Der Welttorjäger in der Weltstadt nach Bielefeld und Bayern, Berlin. Derweil bei TV Rangarang, letzter Check für das Interview des Jahres. Wie ist es bei der Hertha, fragt Mera, war für alle Perser in Berlin. Ganz Persien ist konvertiert, von Bayern nach Berlin. Jetzt denke ich, also Hertha hat nicht nur also in Berlin also Fans sogar, da hat er so ungefähr 60 Millionen also Fans, die Ali Dai also lieben und die lieben auch die Hertha BC also von Berlin. Hype in der Hauptstadt, Hertha ist hip. Europa, wir kommen. Vom Stadion ins Studio. Goal! Ajab Goli, Ajab Goli Gashangi. Die Sendung läuft, Klein Persien in Groß-Berlin. Auf Wiedersehen bei TV Rangarang, sonntags im Spreekanal. Sensationell der Erfolg in der Champions League. Sensationell aber auch das Wirken von Jürgen Röber in der Bundesliga. Gegen Duisburg feierte er sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Seinen Einstand gab er mit 20 als Spieler von Werder Bremen. Der eine feiert die Jubiläum, ein anderer sein Debüt. Brian Roy nach überstandener Verletzungspause erstmals in der Saison wieder mit von der Partie. Doch die begann alles andere als königlich. Uwe Spies im Zusammenspiel mit Bayerle und das 0:1 nach einer guten Stunde Spielzeit. Kurz darauf wollte Duisburgs Verteidiger Thomas Heito das Spiel wohl vorzeitig beenden. Der klassische K.O. für Schiri Buchardt. Doch der zeigte Nehmerfähigkeiten, machte weiter. Thomas Helmer. Schöner Pass zu Kai Michalke und dann Michael Preetz. Endlich mit seinem ersten Saisontreffer die Erlösung für den Kapitän vom Druck aufkommender Unzufriedenheit der Fans. Leichtfüßig, wie er sich von Heito löste und dann mit links ins rechte Eck. Doch damit nicht genug. Jetzt war Hertha BSC richtig wach. Deißler, Helmer, wieder ein überlegter Pass auf Preetz und er ist drin. 2:1 innerhalb von 3 Minuten hatte der Hertha-Kapitän das Spiel gedreht. 6 Spiele nicht getroffen und dann gegen die ehemaligen Kollegen aus Duisburg gleich im Doppelpack. Welch ein Comeback für den Kapitän, eine Bärenlast fiel ihm von den Schultern. Ich bin überglücklich für uns. War es enorm wichtig, das Spiel heute zu gewinnen. Und für mich war es natürlich auch eine Befreiung, am 7. Spieltag endlich meine ersten beiden Tore zu machen. Welch eine Woche. Ein Punkt in Mailand, ein Sieg in der Bundesliga und der Papa trifft wieder. Dazu nicht weniger wichtig, im DFB-Pokal revanchierte sich Hertha für das Vorjahresaus und schlug Tennis Borussia im Hauptstadtderby mit 3:2. Am 8. Spieltag Hertha zu Gast beim Ex-Club von Thomas Helmer, dem FC Bayern München. Erfreulich, dass Jolly Svirison nach überstandener Verletzung erstmals wieder von Beginn an spielte. Weniger erfreulich, dass der deutsche Meister durch Tore von Elba und Sergio frühzeitig in Führung ging. Zur zweiten Halbzeit war auch Cedil Rekdal nach seinem Wadenbeinbruch erstmals wieder für Hertha mit dabei. Doch auch er konnte das 3:0 für Bayern durch Sergio nicht mehr verhindern. In der 82. Minute aber doch noch dieser herrliche Angriff der Berliner. Darius Wosch im Zusammenspiel mit Aracic und dann spitzelte er den Ball vorbei an Oliver Kahn zum 3:1. Späte Freude der zahlreich mitgereisten Hertha-Fans und dieser Treffer war wirklich äußerst sehenswert. Klasse, wie Aracic den Ball abschirmt, dann in den Rücken von Linke und Darius Wosch abgeklärt ins Bayern-Tor.
Darius Wosch, ein Liebling der Fans und Torschütze beim Sieg über Mailand. Ob jung, ob alt, Herthas Erfolge in Europas Königsklasse begeisterte die Generation. Auch gegen Stuttgart waren sie wieder alle da und sangen ihre Hymne von und mit Frank Zander. Und wieder war Herthas Spielmacher im Mittelpunkt. Wosch im Doppelpass mit Dai zu Neuendorf, zunächst abgewehrt, doch dann Wosch im Nachsetzen mit der Führung nach einer Viertelstunde. Die schnelle Körpertäuschung gegen Thiam, dann direktes Spiel bei Hertha. Bordon mit letztem Einsatz noch vor der Linie, doch Wosch war nicht zu stoppen. Aber wieder einmal musste Hertha den Mehrbelastungen Tribut zollen und 10 Minuten vor dem Ende das Gegentor hinnehmen. Karnell, der Torschütze zum Ausgleich. Auch in der Champions League zeigten sich erste Ermüdungserscheinungen. 1:4 gegen Istanbul, die Spieler einfach nur noch platt. Man liegt ja fast nur noch auf der Massagebank, beziehungsweise man kriegt ja nur Infusionen, Spritzen, und ich hoffe, dass wir da so schnell wie möglich wieder fit sind. In der Bundesliga, da müssen wir jetzt endlich punkten, sonst rutschen wir immer tiefer nach unten. Und Champions League wollen wir ja natürlich unseren Traum erfüllen. Auf Schalke gab es nach 3 Minuten Eckball für die Gastgeber durch Olaf Thon. Abgewehrt von Aracic, und dann zeigte Sebastian Deisler, dass er seinen Worten auch Taten folgen lassen wollte. Leichtfüßig schüttelte er Sand ab und wollte den Ball gar nicht mehr hergeben. Dann schaute er und sah Sané. Sané gegen 2 Schalker und das Tor für Hertha. Der erste Bundesliga-Treffer für den Mann aus den USA. Sensationelle Vorarbeit von Deisler. Und dann Sané gegen Nemetz und Eigenrauch. Und durch die Beine von Matthias Schober. Doch wieder konnte Hertha den Vorteil nicht nutzen. Kurz vor der Halbzeit Yves Eigenrauch zum 1:1. Immerhin ein Punkt für die Berliner, und damit konnten sie diesmal auch ganz zufrieden sein. Schalke war klar besser gewesen heute. Wir haben trotzdem Konterchancen gehabt. Wir hätten hier vielleicht noch 3 Punkte mitnehmen können, aber das wäre ungerecht gewesen. Blau-gelb-rote Väter auf den Straßen Berlins. Galatasaray schlug Mailand, qualifizierte sich für den UEFA Cup und half Hertha in die Zwischenrunde der Champions League. Würden wir ein bisschen auf Türkisch sagen, Tesuge Edrim, Galatasaray, Baskayok. Wir haben es geschafft, wir haben den vorherigen Spiel. Die lustigsten Verlierer aller Zeiten. 0:2 bei Chelsea London, doch was soll's. Der Vorsprung reichte, das Märchen von Europas Riesen fand seine Fortsetzung. Ja, Barcelona, denke ich mal, wäre schon ein Traum. Das Weiterkommen in Herthas Entwicklung, der nächste Quantensprung. Das Geld der ersten Runde wurde bereits vor der Saison ausgegeben. Die zusätzlichen Millionen in zweistelliger Höhe Grundlage für die Neuverpflichtung von Alex Alves zur Rückrunde. Auf der einen Seite ist die finanzielle Schiene, das ist ganz klar, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man sich weiter in so einem Kreis präsentieren kann. Und man lernt daraus immer wieder. Internationale Lektionen, um in der Bundesliga näher an die absolute Spitze zu rücken. Auch am kommenden Bundesliga-Wochenende musste Hertha reisen. Diesmal ging es nach Frankfurt. Und da entwickelte sich ein höchst kurioser Spielverlauf. Hertha machte das Spiel, hatte wie hier durch Aracic mehr Chancen als die Eintracht, aber die machte die Tore. Am Ende gab es eine 0:4-Packung, fehlende Konzentration und Kraft durch die Überstunden in der Champions League. Das Problem haben wir halt im Moment, dass wir diese Belastung haben, und damit muss man zurechtkommen. Und wir kommen halt im Moment in der Bundesliga nicht damit so zurecht. Hertha steckte in einer Mini-Krise. Nur ein Punkt trennte sie zu diesem Zeitpunkt von einem Abstiegsplatz. Doch echte Hertha-Fans stehen auch dann und gerade dann zu ihrem Team. Am 12. Spieltag kamen die Lauterer Teufel ins Olympiastadion, und symptomatisch für die Situation der Berliner, wie auch dieses Spiel unglücklich verloren ging. Mit dem Knie erzielte Jeff Strasser das einzige Tor der Partie.
Hertha gab danach zwar noch einmal alles, doch wieder einmal fehlte das letzte Quäntchen, um so ein Spiel noch zu kippen. Die Kehrseite der Medaille Champions League. Die Situation spitzt sich natürlich schon zu. Die Tendenz zeigt im Moment nach unten. Und wir müssen sehen, dass wir natürlich eine Serie starten, damit wir da unten rauskommen. Hauptproblem die Torausbeute. 14 Treffer nach 12 Spielen. Ali Dai und Michael Preetz konnten zusammen nur 3 Tore beisteuern. Wenn du einmal in so einer Phase drin bist, wo es einfach nicht so läuft, dann versuchst du dein Glück zu zwingen, deine Chancen zu suchen, mit aller Gewalt das Tor zu machen. Und dann fehlt oftmals einfach der Zentimeter, das Quäntchen Glück oder auch die nötige Lockerheit vom Tor, weil du vielleicht zu verbissen bist. Und das ist im Moment unser Problem. Wir spielen es teilweise schon wieder mit Druck und auch sehr gut. Aber wir machen einfach die Torchancen nicht rein. Im letzten Jahr war es einfach so, dass irgendwo da jeder Schuss ein Treffer war. Der Geist war müde, doch das Herz immer noch hellwach. Wir haben eigentlich Fußball nicht verlernt. Wir müssen einfach an uns selber glauben. Da kommen wir auch unten raus. Wir sind in den letzten 3 Jahren sicherlich nur deshalb nach oben gekommen, weil wir immer eine Einheit waren und uns immer als Einheit präsentiert haben. Und nur als solches werden wir da unten noch wieder rauskommen. Guter Anlass, das Champions-League-Spiel gegen Barcelona. Hertinho heizte den Fans wie immer ein, doch seine Schuld war es nicht, dass die Partie unter dem Motto viel Rauch um nichts stand. Man munkelte, dass Kai Michalke ein Tor erzielte und das Spiel 1:1 endete. Wirklich gesehen hat es aber kaum einer. Anders als im Nebelspiel der Champions League wurde die Luft in der Bundesliga für Hertha immer dünner. Aber die Moral stimmte, der Wille zur Wende war da und auch er war endlich wieder mit dabei. Marco Rehmer, im Sommer für 7 Millionen von Rostock gekommen, gab sein Debüt gegen Barcelona und jetzt auch in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg. Berlin lag nach 22 Minuten schon mit 0:2 zurück, aber dann ging's los. Das ist Andreas Schmidt, bekannt für seine langen Einwürfe. Rehmer per Kopf, Zvieresson per Kopf und Preetz mit dem Fuß. 2:1 nur noch. Wie aus heiterem Himmel. Und endlich der 3. Saisontreffer für den gebeutelten Schützenkönig der letzten Saison. Beflügelt von dem Anschlusstreffer kam Hertha mit neuem Elan aus der Kabine. Nach dem Eckball von Roy war es wieder einmal Darius Wosch, der bereits sein 4. Saisontor erzielte. Mit vollem Risiko und Glück, dass O'Neill den Ball noch abfälschte. Und dann rollte der nächste Angriff. Einwurf, wieder ist Andreas Schmidt da. Das hatte in Halbzeit 1 ja schon mal geklappt. O'Neill mit dem Kopf dazwischen und Michalke, Tor! Das gibt's doch gar nicht. Kai Michalke, knapp 2 Minuten nach dem Ausgleich, nun sogar das 2:3. Der Siegtreffer von Michalke und keiner freute sich wohl mehr darüber als der Mann, der die Aufholjagd einleitete. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ich habe relativ lange Durchstrecke hinter mir gehabt, mit sehr vielen widrigen Umständen zu kämpfen gehabt in dieser Saison. Und für mich war das so eine Befreiung. Das Pokalaus kam in Mainz, doch gegen Ulm gut 10.000 Kinder in freudiger Erwartung. Hertha hatte ihnen zur Adventszeit freien Eintritt gewährt. Die Berliner sofort entschlossen. Der erste Eckball durch Brian Roy, Zvieresson, Marquez mit dem Kopf und dann Wosch. 1:0 nach nur 66 Sekunden. Herthas Spielmacher profitierte von der Ulmer Kopfballschwäche in der Abwehr. Torwart Laux blieb chancenlos. Es war ein Schuss aus dem Nichts. Auch beim 2:0 Ulms Abwehr kopflos. Der Freistoß von Wosch und Jolly Zvieresson völlig frei. Berlins bester Vorbereiter, diesmal als Vollstrecker. Die Entscheidung dann eine Viertelstunde vor Schluss. Wosch, Antečović, wieder Wosch. Der erste Befreiungsschlag der Ulmer. Er kommt nicht weit. Van Buurik, kein Abseits. Andreas Schmidt und Michael Preetz. 3:0. Der Berliner Stürmer hat die Leichtigkeit des Torschießens endgültig wiedergefunden. Und so freute sich jemand, der vor vielen Jahren in Ulm das Fußballspielen gelernt hatte. Herthas Manager Dieter Hoeneß. Musik
Berlin musste schon wieder Doppelschichten und weite Reisen auf sich nehmen. Nur drei Tage nach der 0:1-Niederlage in Porto hieß der Gastgeber des 15. Spieltags SC Freiburg. Und hier wurde Deutschlands bekannteste graue Jogginghose richtig stark strapaziert. Mit Weltklasse-Paraden machte Kiray alle Chancen der Breisgauer zunichte. Und dann die 76. Minute. Sverison sah Ali Dai, Ball behauptet gegen Diarra und sicher der Abschluss zum Siegtreffer für die Hertha. Ali Dai bestritt die meisten Zweikämpfe auf dem Platz und gewann hier den wichtigsten. Dank dem bekanntesten aller 12.000 Berliner Iraner und vor allem dank Kiray hatte sich Hertha in der Bundesliga zurückgemeldet. Wir haben vor dem Wolfsburg-Spiel davon gesprochen, dass wir eine Serie starten müssen, um den Anschluss an die oberen Regionen wieder herzustellen. Wir haben jetzt dreimal hintereinander in der Bundesliga gewonnen und haben jetzt sowas wie eine kleine Serie und haben den Anschluss hergestellt und haben die Möglichkeit natürlich auch jetzt bis Weihnachten noch den einen oder anderen Punkt zu holen. Gegen 60 München sollte zumindest ein weiterer Punkt dazukommen. Und es gab einen neuen Service für die Zuschauer. Der Speedgarden misst die Geschwindigkeit von Torschüssen. Für mehr Tempo im Spiel sorgte aber erst die Gästeführung kurz nach der Halbzeit. Dann setzte sich Darius Wosch gegen Max durch. Der Ausgleich durch Konstantinidis, sein erstes Bundesliga-Tor in der 71. Minute. 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen, das Saisonziel, der UEFA-Cup-Platz war wieder in Sichtweite. Jürgen Röber, voller Glück wie ein Kind in der Hüpfburg. Das letzte Spiel im alten Jahrtausend sollte nicht mehr das der Hertha werden. Nach einer guten halben Stunde führte Borussia Dortmund bereits mit 3:0. Am Ende verlor Berlin mit 0:4. Die Tabelle nach 17 Spieltagen. An der Spitze zeichnete sich bereits der Zweikampf um die Meisterschaft zwischen Bayern und Bayer ab. Hamburg und 60 auf den Plätzen für die Champions League-Qualifikation. Hertha zu diesem Zeitpunkt mit 22 Punkten und einer negativen Tordifferenz auf Platz 9. Am Tabellenende Bielefeld, Frankfurt und Duisburg. Zur Winterpause musste Thomas Helmer Berlin wieder Richtung Sunderland verlassen. Dafür traf ein anderer neu an. Strahlender Auftritt am Flughafen Tegel. Hier kam Alex. Das ist ein Spieler, der sehr schnell ist, mit und ohne Ball, der sehr torgefährlich ist, aber eben auch ein Spieler ist, der Tore vorbereitet. Für 15 Millionen Mark kam er von Belo Horizonte, eine Verpflichtung mit Perspektive. Eigentlich natürlich ein Spielertyp, der sehr, sehr gut zu unseren Sturmmöglichkeiten passt. Und deswegen ist er für uns ein sehr interessanter Spieler. 12 Stunden Flug, nur 3 Stunden geschlafen und dann sofort zum Ausdauertest. Alves war völlig fertig. Ich bin müde, ziemlich müde. Heute will ich nur noch schnell ein Geschenk für meine Frau und meine kleine Tochter kaufen, sie in Brasilien anrufen und dann nur noch schlafen. Müde ja und trotzdem fit. Beim Test machte der 25-Jährige einen guten Eindruck. Folglich wurde auch schon kurzfristig von ihm erwartet, dass er natürlich da weitermacht, wo er in Brasilien aufgehört hat. Was seine Beliebtheit bei den Fans anging, brauchte Alves zumindest keine Eingewöhnungszeit. Beim ersten Training musste er sich dann aber doch ein wenig wundern. Das traditionelle 5 gegen 2 war ihm ebenso fremd wie die härteren Umgangsformen der Kollegen. Oh, Satan, ist das kalt heute! Außerdem ist es hier sogar auf den Sitzplätzen arschglatt. Ich will Streusalz! Winterpause vorbei, die Spieler kamen aus dem Warmen zurück auf die nasskalte Bühne. Gabor Kiray musste sich einer Meniskusoperation unterziehen, für ihn Christian Fiedler im Tor. Als Herthas Nummer 1 spielte er zuletzt im September 97 in Rostock und jetzt das Comeback wieder bei Hansa. Und Fiedler zeigte, dass er immer noch ein erstklassiger Schlussmann ist. Dann Andreas Schmidt beim Einwurf, dann Preetz gegen Benken und Alves. Da wäre dem Mann aus Brasilien fast sein erster Treffer im Hertha-Trikot gelungen. An der Linie wie immer ein engagierter Jürgen Röber. Und sein Feuer übertrug sich auf die Mannschaft. In der 62. Minute Michael Preetz mit dem Siegtreffer. Der 5. Saisontreffer gleichzeitig. Sein erster mit dem Kopf. Vorbereitet wieder einmal von Sverison und Preetz den entscheidenden Schritt schneller als Piekenhagen. Der Kapitän der Matchwinner. Sein Tor
brachte den 222. Sieg für Hertha in der Bundesliga. Ich glaube, wir haben es gut überstanden. Wir haben sicher nicht unverdient 1-0 gewonnen. Und das war der erhoffte Anfang in der hoffentlich positive Rückrunde. Es war sehr kalt, natürlich überhaupt nicht mein Wetter, aber was soll's. Wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Ich habe kein Tor gemacht, leider, aber vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall steckt viel in dieser Mannschaft und wir haben hier als Team gewonnen. Das ist entscheidend. Es war einfach noch nicht sein Klima. Auch im ersten Heimspiel des neuen Jahrtausends hatte Alex Alves mehr mit dem Regen und kalten 5 Grad zu kämpfen als mit den Bielefelder Abwehrspielern. Immerhin sparte er nun die hohen Telefonkosten nach Brasilien. Frau Nadja war inzwischen auch in Berlin eingetroffen. Bei der schlechten Witterung tat sich aber nicht nur Alves schwer gegen den Aufsteiger. Doch in der 51. Minute ging es mal schnell bei Hertha. Rektal schickte Wosch. Direkt hereingegeben und dann Michael Preetz, sein 50. Bundesligator, brachte die Führung gegen Bielefeld. Ausgangspunkt war Abwehrchef Rektal. Wosch nicht im Abseits. Dann der Blick, der Pass und das Tor. Michael Preetz, sein erster Streich und der zweite folgt zugleich. Veit auf Schmidt. Der Platz zum Flanken. Preetz! Der Knoten ist geplatzt. Ja, gibt's denn das? Auch das dritte Berliner Rückrundentor gelingt Michael Preetz. 2-0 Hertha. Ich hab's eigentlich immer gehofft und eigentlich auch immer gewusst, dass ich, wenn ich verletzungsfrei bin, eine gute Vorbereitung spielen kann, so wie das jetzt der Fall war, dass ich auch wieder in Form komme. Das war natürlich ein wunderbarer Start für mich mit den beiden Spielen und den drei entscheidenden Toren. Das Auswärtsspiel in Bremen war bereits nach 20 Minuten so gut wie entschieden. Werder begann mit sehr hohem Tempo und überrollte die Berliner. Der Treffer von Dieter Eils schon das 3-0. Erst danach konnte Hertha das Spiel ausgeglichen gestalten und kurz nach der Pause auf 3-1 verkürzen. Auf der linken Seite Mandreko in seinem ersten Saisonspiel. Preetz verlängerte, Alex Alves erzielte sein erstes Tor für Berlin. Immerhin seine Premiere. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr. Hertha verlor 1-4. Essen Sie persönlich eigentlich gerne Hamburger? Ab und zu mal schon, ja. Am Freitag vor allen Dingen. Gesagt, getan. Hertha gegen den HSV nach 4-monatiger Verletzungspause erstmals wieder mit Sebastian Deißler auf der rechten Seite. Zunächst abgewehrt, aber dann brachte Rektal den Ball sofort wieder in die Spitze. Und da lauerte Michael Preetz völlig frei. 1-0 in der 64. Minute. Deißler war außen im passiven Abseits, der Treffer also korrekt. Die Partie gewann danach an Dramatik, es ging hin und her in den Schlussminuten. Ein verbissenes Kampfspiel jetzt in dieser Phase. Und Sverison, angegriffen von dreien, der öffnende Pass auf Preetz, Tor! Das 2-0 in der 82. Minute. 4 Tore hat er in der gesamten Hinrunde erzielt und nun in 4 Spielen der Rückrunde schon 5 Treffer. Er ist wieder da, der Michael Preetz. Sverison, da marschiert er übers halbe Feld und er ist einer der ganz wichtigen bei Hertha. 6 Tore hat er bereits aufgelegt in dieser Saison. Wird natürlich hier viel zu unwirksam angegriffen, viel zu zögerlich. Panadic lässt zu, dass dieser schöne, steile Ball auf Preetz gespielt wird und dann mit links. Keine Möglichkeit für Butt. Der HSV verkürzte eine Minute vor Schluss noch auf 2-1, doch er war wieder der Matchwinner. An allen 6 Rückrundentoren zu diesem Zeitpunkt beteiligt und gegen Hamburg schon sein 3. Doppelpack der Saison. Gibt es denn bei Ihnen noch Spiele, wo Sie weniger als 2 Tore schießen? Ja gut, sicher gibt es die immer wieder, aber ich habe in der Hinrunde ja das ein oder andere Mal ein Spiel ausgelassen, von daher muss ich jetzt ein bisschen aufholen. Träumt man langsam wieder vom Europapokal, von der Qualifikation? Ja, natürlich, das ist wie gesagt unser Ziel und wir sind auf dem besten Wege und werden alles darin setzen. Auch beim 7. Hertha-Tor 2000 in Leverkusen verdiente sich Michael Preetz einen Assist-Point. Die Flanke des Langen auf einen anderen Langen. 1,87 Meter schraubten sich in die Luft und Marco Rehmer erzielte sein erstes Tor für Hertha BSC. Weniger lange währte hingegen der Jubel der Berliner. Nach 27 Minuten hatte Leverkusen das Spiel wieder gedreht und war auf 3-1 davongezogen. Zweimal die Vorarbeit von Stefan Beinlich, der für die neue Saison bereits bei Hertha unter Vertrag ist. Man darf auf ihn gespannt sein.
etwas Besonderes waren sie schon immer in Berlin und jetzt werden sie auch noch Kinostars. Oscar-Preisträger Schlöndorff dreht eine Hertha-Dokumentation. Im Gegensatz zu Schlöndorff kann Teamregisseur Röber sein Drehbuch aber nicht selber schreiben. In der Champions League kam seine Mannschaft nicht über ein 1:1 gegen Prag hinaus, ein Happy End aber weiterhin geplant. Ich glaube schon, dass die Bundesliga für uns jetzt wichtiger ist als jetzt die Champions League. Gut, es kommen vielleicht frische Leute rein und die sollen das vielleicht dann besser machen. Hauptsache Bundesliga, die Champions League aus den Köpfen, dort hatte Hertha eh schon mehr erreicht, als ihr viele zugetraut hatten. Die Gäste aus Unterhaching hatten nur eine einzige Torchance, doch die nutzten sie zur Führung. Doch danach machten die Berliner die Begegnung zur Einmannschaftsshow. Absatzkick von Rehmer und Sixten Veit zum Ausgleich. Ein Name war Programm, Hertha gab nie auf und Veit erzielte nach fast eineinhalb torlosen Bundesliga-Jahren 10 Minuten vor dem Ende das hochverdiente 1:1. 60 Sekunden später, wieder die Berliner. Die Zuschauer waren noch dabei, den Torschützen von eben zu feiern. Da klingelte es erneut. Brian Roy, ein königlicher Treffer und einer für Töchterchen Jamie Lee. Roy wartete sogar schon knapp 2,5 Jahre auf ein Tor und jetzt belohnte er sich und sein Team für 90 Minuten unermüdlichen Einsatz. Ich denke, das war heute ein Sieg der Moral und der tollen Einstellung der Mannschaft. Und ich finde, das ist bemerkenswert in der Phase. Sie haben nach dem Tor Ihr Trikot gelüftet und es war Ihr Kind da zu sehen. Ja. Hatten Sie das versprochen? Ja, meine Tochter hatte Geburtstag und morgen ist eine Feier. Und ich habe gesagt, dass Papa heute ein Trikot anzieht. Und wenn er ein Tor macht, zeige ich es. Brian Roy ist mal wieder wer. Oft kam das in drei Hertha-Jahren noch nicht vor. Wenn, dann war es aber immer wichtig. Im Oktober 97, da hat er mit seinem ersten Bundesliga-Tor beim 3:1 gegen Karlsruhe seinem Trainer Jürgen Röber den Arbeitsplatz gerettet. Und auch das 2:1 gegen Unterhaching, sein zweiter Bundesliga-Treffer, beruhigte ausgefranste Hertha-Nerven, entschärfte alle Krisengedanken und machte Roy mal wieder zum gefeierten Mann. Dass er ein guter Fußballer ist, das wussten wir ja schon immer. Auf der anderen Seite befindet er sich natürlich jetzt, das ist das, was man von ihm verlangen muss. Eben nicht nur nach vorne spielen, sondern auch in der Rückwärtsbewegung arbeiten. Und zumindest befindet er sich da auf einem guten Weg. Umstellungsprobleme als Grund für die zähe Karriere. Am Anfang, dass ich hier kam, natürlich habe ich die Bundesliga natürlich unterschätzt. Dazu habe ich viel arbeiten müssen im Kraftraum und natürlich im Kopf. Als Kopf der Mannschaft sollte Roy sich auch beim Champions-League-Spiel in Prag beweisen. Der Auftritt von Herthas sogenannter B11 bei der 0:1-Niederlage alles in allem jedoch eher kopflos. Die schönen Tage der europäischen Königsklasse waren für Röber vorbei. Den vereinsinternen Machtkampf hingegen konnte der Trainer für sich entscheiden. Röber hielt sich. Stattdessen ging Aufsichtsratsvorsitzender Schwan endgültig. In Duisburg besetzte Röber die Mannschaft gleich auf 6 Positionen neu. Doch auch das A-Team blieb ohne Torerfolg. Immerhin ließ Hertha auch kein Gegentor zu. Und Christian Fiedler zeigte noch einmal, dass er ein würdiger Kirai-Ersatz war. Rechtzeitig zum Schlagerspiel gegen Bayern München kehrte Kirai zurück in die Mannschaft und ein anderer sagte auf Wiedersehen. Kjetil Rekdal, 3 Jahre hat er für Hertha alles gegeben, doch nun lief sein Vertrag aus. Das Olympiastadion komplett ausverkauft, 75.000 Zuschauer feierten noch einmal ihren Libero und sich selbst. München ging nach einer halben Stunde durch Jens Jeremies in Führung. Doch Hertha fightete zurück und dann dieser Ballgewinn von Michael Hartmann. Und die Hertha kann kommen. Und Ali Dai, der neue Mann, er hat sehr viel Platz. Mensch, wo ist denn der Pabbel? Der geht da gar nicht ran. Und dann steht Alex Alves da, 76. Minute, der Ausgleich. Der Brasilianer, der sich den Wolf tanzt. Hochverdient in dieser Phase. Den Hertha spielte beherzt und jetzt sieht er aus wie gepresst, der Alex Alves.
begleitet vom Applaus der zahlreichen Hertha-Anhänger. Wunderschön, der Ball kam von Hartmann auf Alidai. Der wird nicht angegriffen. Linke zögert. Und Alex Alves hatte sich da unmerklich in den Rücken von Kufur geschlichen. Der Ausgleich. Alex Alves, drei Tage zuvor traf er schon beim 1:3 in Barcelona. Nun konnte der Brasilianer zum ersten Mal seinen ganz speziellen Jubel, den Capoeira, auch den Hertha-Fans im Olympiastadion präsentieren. Die spielentscheidende Minute in Stuttgart war wohl die 53. Pablo Thiam verhinderte mit der Hand den Führungstreffer der Hertha durch Marco Rehmer. Doch der Schiedsrichter vergaß, ihm dafür die rote Karte zu zeigen. Immerhin gab es den fälligen Strafstoß und der Kapitän übernahm die Verantwortung. Doch Michael Preetz scheiterte an Franz Wohlfahrt. Verständlicher Frust auf Herthas Bank über die vertane Chance und über den ausbleibenden Platzverweis. Zumal ausgerechnet Thiam kurz darauf den Siegtreffer für die Stuttgarter durch Dundee einleitete. Nach der Niederlage von Stuttgart rutschte Hertha weiter ins Bundesliga-Mittelmaß ab. Wie schon zum Ende der Hinrunde musste eine Serie her, um den Traum vom UEFA-Cup nicht vorzeitig platzen zu lassen. Der Anfang sollte gegen Schalke 04 gemacht werden. Nach einer Viertelstunde dieser Angriff mit Alves und Yves Eigenrauch fälschte den Ball zum 1:0 ab. In der Woche zuvor kam Alves eine Stunde zu spät zum Training. Er hatte die Sommerzeit verschlafen und Jürgen Röber war ziemlich sauer. Doch spätestens jetzt war die Welt der beiden wieder in Ordnung. Das konnte man von Gábor Kiraj an diesem Tag nicht behaupten. Kurios, sein Fehler zum Ausgleich kurz vor der Pause. Da wollte er einen Eckball verhindern und kassierte stattdessen das Gegentor durch Ebbe Sand. Armer, unglücklicher, kleiner König und das ausgerechnet an seinem 24. Geburtstag. Doch Hertha zeigte sich unbeeindruckt, stattdessen den unbedingten Willen zum Sieg. Michael Preetz, nur kurze Zeit nach Wiederanpfiff, brachte er Berlin zurück auf die Siegerstraße. Das 2:1, Ausgangspunkt der Freistoß von Neuendorf und Preetz überragte sie wieder einmal alle. 8 der letzten 12 Treffer von ihm. Starke Leistung, Michael Preetz. Und einem war die Erleichterung förmlich ins Gesicht geschrieben. Eine Woche später durften die Berliner noch einmal zu Hause ran. Und auch gegen Frankfurt waren sie in allen Belangen überlegen. Mit Schmidt, Van Buurik und Sverison war die Zweikampfhoheit klar auf Seiten der Hertha. Die Führung nur eine Frage der Zeit. Keine Frage, wer sie erzielte. Natürlich Michael Preetz in der 37. Minute. Neben Hartmann war er wieder einmal auffälligster Herthaner. Toll aber auch die Brustablage von Jolly Sverison. Seine 7. Vorarbeit, damit war er der beste Vorbereiter der Saison und das als Abwehrspieler. Hertha hatte im weiteren Spielverlauf noch Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, doch es blieb beim 1:0. Nun ging es Schlag auf Schlag. Nur 3 Tage später das nächste Spiel, diesmal bei einem Mitkonkurrenten um die Plätze für den internationalen Wettbewerb, dem 1. FC Kaiserslautern. Hertha erwischte den besseren Start. Sané im Doppelpass mit Preetz, dann der Fehler von Koch und Alves zog sofort ab. Was für ein Fund. 0:1 in der 8. Minute. Alex Alves, so langsam kam er auf Touren, sein 4. Saisontor. Harry Koch servierte den Ball und Alves fackelte nicht lange. Kaiserslautern konnte durch Pettersson zwar noch einmal ausgleichen, doch 6 Minuten vor dem Ende dieser Fehler von Ratinho, Wosch dazwischen und Michael Preetz erzielte sein 12. Saisontor. Darius Wosch lauerte auf den Abspielfehler, der Pass im richtigen Augenblick und der Rest war für einen wie Preetz kein Problem mehr. Der 3. Sieg in Folge war perfekt. Dank der tollen Mini-Siegesserie hatte Hertha vor dem 30. Spieltag den 4. Tabellenplatz erklommen. Plötzlich war sogar ein ähnlicher Erfolg wie im Vorjahr möglich. Gegen Wolfsburg gab es jedoch einen kleinen Rückschlag. Berlin begann furios. Nach nur 39 Sekunden Neuendorf an den Pfosten. Aber es sollte nicht sein. Der Ball wollte in dieser Partie einfach nicht über die Linie. Umso wertvoller, dass der Abstand zu einem weiteren Mitkonkurrenten mit dem 0:0 gehalten wurde. Für das Unentschieden gibt es zwar nicht allzu viele Punkte, aber wichtig ist eben auch, dass der Gegner nicht 3 Zähler mitnimmt. Und ich denke, an so einem Tag, wo es nicht so richtig läuft, ist es dann wichtig, dass wenigstens da hinten die Null steht.
UEFA-Cup-Ambitionen gegen Abstiegssorgen. Es ging um viel am viertletzten Spieltag in Ulm. Beide Teams ohne Risiko, die Defensive hatte Vorrang. Und es entwickelte sich ein müder Sommerkick. Wenig Bewegung im Spiel beider Teams. Viele Zufälligkeiten. Dadai, Preetz und dann Marco Rehmer. 0:1, wie aus dem Nichts. Ein kurioses Tor. Der Pass von Dadai eher blind. Stadler schubst Preetz von dessen Rücken der Ball zu Rehmer. Und Ulms Torhüter Laux von allen guten Geistern verlassen. 1:0 hieß es auch nach 90 Minuten. Für Hertha bereits der 8. Sieg der Rückrunde bei nur 3 Niederlagen. Die beste Bilanz aller Zeiten. Erst war es der Oberschenkel, dann das Knie und dann auch noch die Leiste. Sebastian Deißler wurde im Laufe der Saison mehrfach von Verletzungssorgen geplagt. Gegen Freiburg konnte der junge Nationalspieler wieder von Beginn an ran. Die Partie wurde allerdings von zwei anderen Akteuren entschieden. Sowohl Gábor Kiraj als auch Richard Golz auf der anderen Seite flogen, was das Zeug hielt. An den beiden ging nichts vorbei. Der Golz hat im Grunde genommen immer irgendwo Hand, Kopf, Fuß, alles dazwischen gehabt. Dann ging er nochmal an die Latte. Also wir haben alle Möglichkeiten gehabt. Vorwurf kann man der Mannschaft sicherlich nicht machen. Hertha zu Gast bei 60 München. Vor der Saison hätte wohl kaum einer gedacht, dass diese Begegnung so etwas wie das Endspiel um die Champions-League-Qualifikation werden würde. Reine Nervensache. Nach 22 Minuten dieser Fauxpas von Andreas Schmidt zur Führung für die Löwen. Nach einer knappen Stunde erhöhte Torschützenkönig Martin Max sogar auf 2:0. Und Herthas Geschäftsstelle auf Betriebsausflug durfte dann noch einmal hoffen. Hertha kam mit aller Macht. Gute Psyche, gute Physis. Roy aus Holland. Alves aus Brasilien. Dai aus dem Iran. Hertha ist wieder dran. Das 1:2 in der 77. Minute. Alles wieder offen, alles wieder drin. Die Löwenabwehr zu abwartend. Borimirov ließ Roy flanken. Und hier kurz Alves und Greilich dann Dai köpfen. Rüber und sein Dai-Kopfball. Um Zentimeter wäre kurz vor Schluss tatsächlich noch der Ausgleich gelungen. Brian Roy, die Latte verhinderte eine mögliche Sensation. Der 4. Tabellenplatz war theoretisch noch drin. Ein Sieg gegen Dortmund, die Voraussetzung. Hertha gab noch einmal alles, erarbeitete sich ein Eckenverhältnis von 14:1, allein die Kugel wollte nicht rein. Sebastian Deißler, wieder überragend seine Leistung, doch auch er blieb ohne Fortune. Bei Borussia hingegen war so ziemlich jeder Schuss ein Treffer. 0:3, das Endergebnis, es musste noch einmal um den UEFA-Cup-Platz gezittert werden. Erst als das Schlussresultat aus Stuttgart bekannt wurde, war klar, dass Hertha nach einer harten Saison wieder den Sprung in den Europapokal geschafft hatte. Die Abschlusstabelle. Durch die Niederlage in Unterhaching verspielte Bayer Leverkusen am letzten Spieltag die Meisterschaft und musste Bayern noch passieren lassen. Hertha konnte auf eine harte, aber erfolgreiche Saison zurückblicken. Tolle Leistungen in der Champions League und mit Platz 6 wieder die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Hertha BSC Berlin auf dem Weg, sich in der deutschen und europäischen Spitze zu etablieren. Ich habe heute überhaupt keine Lust. Kann ich dir rasch mal die Fresse polieren? Die Fresse? Genau. So. Aber warum? Ich habe dir doch gar nichts getan. Nein, aber ich bin völlig fertig und der Trainer gibt mir nicht frei. So. Ich hau dir eine rein, krieg eine rote Karte und kann nach Hause aufs Sofa. Hause. Genau. Wir spielen 12 Mal die Woche. Ich brauche ganz dringend eine Pause.